Herzlich willkommen zur nächsten Animal Crossing New Leaf Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soivo und ich würde sagen, wir machen gerade mal eine kurze Fossilienrunde heute. Wie eigentlich die letzten Tage auch schon. Gucken, ob wir die alle ausbuddeln können. Und danach gehen wir mal auf diese Ferieninsel, wo uns der Turtlemeister dahin eingeladen hatte, schon vor bestimmt 10 Episoden, da wollte ich die ganze Zeit schon mal hin, wir sind nur nie dazu gekommen. So, jetzt müssen wir nur irgendwie mal hier die Schaufeln hinkriegen, ansonsten kommen wir heute wieder nicht dazu. Oh, ein Fossil, yeah. So, weiter geht's. Da kommt wenigstens eine Münze raus. Alles klar. Da war noch ein Stein. Da ist aber nichts. Für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wenn man gegen diese Steine haut, kommen ab und zu halt Käfer raus oder es kommen Erze raus. Also immer machen am besten. Noch ein Fossil, sehr schön, hat sich das Kram definitiv belohnt. Das ist der Herr Oink. Nein, nichts zum Buddeln. So. Hier gibt es irgendwie nichts soweit. Nichts zum Graben da. Was bist du? Gehst nicht kaputt. Okay, was mit dir? Auch nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann war's das hier wahrscheinlich schon mit Buddeln. Dann gucken wir mal in dem unteren Abschnitt noch. Wegen Graberei. Zack, der geht auch nicht kaputt. So, hier ist aber nichts los. Da ist was. Immerhin noch ein Fossil, sehr schön. Hier gerade nochmal die Ecke. Das sieht man nämlich sonst immer nicht, wenn man da unten ist. Guck, da ist nämlich noch was. Perfekt. Noch ein Fossil. Ich wollte gegen den Stein hämmern. Da ist auch unser Erz, was ich gesucht habe. Sehr schön, sehr schön. Läuft doch alles. Ich dachte eben schon, ich habe eins gesehen. Aber das war dann doch nur diese Pflanze. Da ist aber eins. Okay, eine Falle. Sehr interessant. Wer auch immer die da gestellt hat. Muss schon ein kleiner Schweinepriester sein. So, hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir jetzt hier runter. Richtung Turtle. Boot. Der soll ja jetzt am Anlegesteg irgendwie sein. Gucken wir mal. Hier ist er doch. Der Captain, gar bei Heck, Bug und Steuerbord, der blicken meine triefen Augen da etwa den neuen Bürgermeister Soivo. Har, har, da hat der alte Turtle eine wahlgroße Aufgabe für so einen kleinen Fisch hinterlassen. Ich bin Captain, ja, meine treuen Kahn und ich schippern die Leute auf die Insel und zurück, ja, hier und her, hin und her, und zwar bei Seegang, Gischt oder Flaute, bei Sturm, Schnee, Regen und Sonnenschein jederzeit. Lust auf eine Überfahrt zur Insel, dann bist du hier genau richtig. Dann hau mal raus. Ha, du willst auf die Insel leicht, Matrose. Das kostet ihn hin und zurück 1000 Sternis. Naja gut, wir wollen uns nur ja mal angucken. Nicht so hastig, du kannst deinen Krempel nicht mit zur Insel nehmen. Am besten lässt du ihn bei mir. Keine Angst, Kleiner. Das meiste ist sicher noch da, wenn du zurückkommst. Haha, na dann hüpf in mein Boot. Matrose. Was den Kram muss ich denn da lassen? Meine Schaufel und Co. oder wie? Bin ich jetzt nicht so der Freund von. Dann gib mal Gas. Okay. Da kommen wir wohl langsam an. Ein kleiner Fisch, der frisst wie ein großer Fisch. Immer zuerst am Tisch. Das Essen so frisch.
Doch was er jetzt noch nicht weiß, der Fischer wartet nur auf ihn. Und schon bald ist er alt. Und der Fischer wird an Land ihn ziehen. Was ist das denn für ein Lied? Ich mag Fußball. Wo kommt das denn her? Aber Sumo-Ring ist auch nicht zu verachten. Manches Mal, wenn ich dort an der Reling stehe, dann wird's mir klar, mein Leben ist die See. Okay. Ah, Land in Sicht, Gott sei Dank. Gut, gut, gut. Mal raus, ja? Okay, was geht denn hier ab? Bonnie, gar. Ach du grünes Holzbein. Ha, was schleichst du dich denn an wie ein Eisberg? Ha, wir kennen uns noch nicht, oder? Mein Sohnemann hat dich sicher auf seinem Boot hergebracht. Wo du schon mal hier bist, wie wär's mit einem Souvenir für dich oder deine Lieben? Wir akzeptieren hier weder Sternis, Seetang noch irgendwelche anderen dubiosen Zahlungsmittel, klar? Wenn dir was gefällt, mach eine Tour und sammle Medaillen, nur die werden hier angenommen. Das Mädel da drüben ist meine Schwiegertochter, bei der kannst du dich über die Touren informieren. Okay. So ein Piratenhut wäre ja schon cool. Gucken, was sie zu sagen hat. Die Lore. Hey da, junger Herr, du bist doch so irgendwo aus Weeblay, oder? Ich weiß Bescheid, ja? Turtle hat's mir geflüstert, willkommen auf den Inseln. Hier bei mir kannst du dich für einen Ausflug zu einer der umliegenden Inseln anmelden. Da drüben gibt's informatorische Broschüren, falls du da mal einen Blick drauf werfen willst. Oder du entspannst dich erstmal und lässt es ruhig angehen. Okay. Willst du dich für einen Ausflug anmelden oder mit dem Boot zurück nach Weeblay fahren? Weder noch. Wir gucken uns hier erstmal noch weiter um, würde ich sagen. Die Lotte. Hurra, da kommt jemand zum Spielen. Spiel Supermarkt mit mir. Supermarkt. Ich will einkaufen tun. Du musst mir was bringen, was ich kaufen kann. Okay. Bist du hier? Willkommen. Bitte wähle eine der folgenden Optionen. Einzahlung, Auszahlung, abbrechen. Mhm. Okay. Können wir hier raus? Hier können wir raus. Scheinbar. Gucken wir uns da mal hier um. Wer bist du denn? Herzlich willkommen. Ich verleihe eine ganze Reihe Ihrem Inselvergnügen dienlicher Dinge. Auch kann ich Ihnen gerne mit Informationen zu deren Bedienung behilflich sein, werter Freund. So, kann man denn aussehen? Wunderbar, nehmen Sie sich, was Ihr Herz begehrt, werter Sportsfreund. Okay, hier gibt's eine Schaufel. Gibt's keinen Taucheranzug. Eine Leihaxt, eine Leihkescher und eine Leihangel. Nehmen wir erstmal nur die Schaufel mit. Gucken, was man hier so schaufeln kann. Okay. Rüsten wir die doch gerade mal aus. Okay. Muscheln, 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 Muscheln. Andere Käfer gibt es hier scheinbar auch. Das ist ja interessant. Alles voller Muscheln. Holzstämme. Die Hütte. Da gibt es ein paar Bananen an den Bäumen. Also zum Buddeln gibt es hier irgendwie gar nichts so richtig. Naja, gut. Schütteln wir mal die Bäume, würde ich sagen. Zack. Nehmen wir die mal mit. Die kann man bestimmt da drin für Medaillen verkaufen, schätze ich mal. Nix. Nix. Eine Banane. Hier sind wieder Früchte dran. Nehmen wir noch mit. Weiß nicht, ob man die auch schütteln sollte. Auf jeden Fall kommen Bananen runter. Also von den Bananen Palmen. Eine Weile nur Bananen drauf. Bisschen uncool, aber naja. Aber dann würde ich noch sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.